Martin, hallo, Grüße aus München. Wie geht's dir? Karin, hallo, Grüße zurück. Es geht mir gut. Geht mir gut. Wo bist du jetzt gerade? Ich bin in Bern in meiner Wohnung. Draußen ist gerade ein bisschen trübes Wetter hier halt, aber ich bin da mitten in der Stadt. Es ist ganz angenehm in einem uralten Haus. Es ist schön. Wie sich's für einen Geschichtenerzähler gehört, in einem uralten Haus, gell? Genau, ja. Ja, so ungefähr, ja. Es gibt wahrscheinlich eben auch ganz viele Geschichten übers Haus, aber es ist ein anderes Thema. Ja, du, wir haben uns beim Fee kennengelernt beim letzten Jahrestreffen und da hast du mir erzählt, dass du Geschichten therapeutisch einsetzt. Und das hat mich sehr interessiert, weil ich davon überhaupt keine Ahnung habe, therapeutisches Geschichten erzählen. Okay. Kannst du mir denn da mal, was ist therapeutisches Geschichten erzählen? Was ist therapeutisches Geschichten erzählen? Also es ist ja nichts Neues. Also das macht eigentlich, wahrscheinlich machen es ganz viele, dass sie Geschichten erzählen, naja, um mit einer Pointe drin oder mit einer Absicht. Also therapeutisches Geschichten erzählen ist, dass man Geschichten erzählt mit einer gewissen Absicht für den Zuhörer. Und das ist ja nicht eine Erfindung jetzt von mir oder von Menschen, die das heute noch machen. Das ist ja uralt. Also man kennt es jüdisch-christlichen, altorientalischen Tradition, gibt es das immer eigentlich, dass man mit Geschichten, ja, wie Probleme angehen kann, vielleicht auch Lösungen anbieten kann. Und es gibt ja immer Möglichkeiten, dass man Probleme mit Ratschlägen löst. Ja, kennt man auch. Ratschläge, Schläge Schläge, eigentlich. ja. Ja. Und Geschichten sind immer so ein Angebot. Und für den Zuhörer ist es eigentlich eine ganz entspannte Sache. Kann er annehmen, kann er nicht annehmen. Ja, das haben Rabbiner, Propheten, Gurus, weise Frauen, ja, es ist eine alte Tradition, dass man eine Beleuchtung auf eine bestimmte Fragestellung mit einer Geschichte geben kann. Gibt es denn da Fragestellungen, die oft kommen? Ja, also es kommt darauf an, wo es eingesetzt wird, weil jetzt im moderneren Einsatz sind die natürlich immer im Coaching zum Beispiel, also wo es darum geht, wenn man blinde Flecken hat, dass man gerne ein bisschen an die herankommen möchte. Das sind vielleicht seelische Prozesse, die man damit gut beleuchten kann. Ja, dass man ein Licht mit einer Geschichte auf etwas werfen kann und eine Lösung anbieten könnte oder eine Lösung, um damit leben mit dem Problem oder alles durcheinander werfen. Ja, jetzt wenn ich zu dir komme in so einem Coaching und sage, mein Chef geht mir so auf die Nerven oder meine Kollegen, ist es so ein Klassiker? Ja, das ist natürlich nur im Coaching so, das ist eigentlich überall so, ja, dass Ja. man sich so erleben kann. Ja, du kannst dich daran erleben, dass wenn Menschen dir auf die Nerven gehen, dann müsst ihr natürlich ein Gespräch machen und so, grenzt du dich dann ab? Lebst du dich dann in einer bestimmten Situation? Also diese Fragestellung würden wir vielleicht schon angehen und wenn es dann darum geht, dann könnte man sagen, okay, da darf ich dir vielleicht auch einmal eine Geschichte anbieten oder mir fällt dazu eine Geschichte ein oder das könnte doch noch passen. Ja. Was denkst du dazu? Und dann würde im Spezifischen ja eine Geschichte für dich jetzt da gemacht. Ich habe also auch erlebt, dass ich eine Geschichte jemandem erzählt habe, wo ich innerlich das Gefühl hatte, boah, super, es wird genau passen. Es wird jetzt so passen. Und beim nächsten Mal kam er und habe dann gesagt, du, die Geschichte, die war gut. Die war gut für mich, war eine sehr mit einem Nachdenken angeregt und ich habe darin eine Lösung gefunden und habe gedacht, boah, habe ich super gemacht. Aber es war gar nicht, es war also gar nicht super, was ich gedacht habe, war überhaupt kein Thema.
er hat die Geschichte ganz anders gehört. Er hat andere Schwerpunkte für sich herausgenommen. Er konnte ganz anders damit umgehen und das finde ich super. Also Ja. das war eine Lehre, dass die Geschichte an und für sich eben auch schon eine Hilfe sein kann, dass der sie hört, ja auch ganz wichtig ist und dass der eigentlich auch nach was er Hunger hat, so ein bisschen Ja. herausnehmen kann. Mit wem arbeitest du denn vorwiegend? Vorwiegend, ja genau. Also vorwiegend arbeite ich, brauche ich therapeutische Geschichten, da ich Unterrichtender bin in einer Sonderklasse, ich weiß nicht, in Deutschland heißt es auch, bei uns ist es Heilpädagogik, Sonderschule. Und ich arbeite mit Jugendlichen und das ist doch sehr wohltuend und ja, auch anregend, wenn man versucht, den Ängsten, Nöten, den Jugendlichen gerecht zu werden, wenn man mit Geschichten arbeiten kann. Ja. Das ist ein Teil meines Klientels und dann sind es natürlich auch Eltern, die mit ihren Fragen und Nöten dann auch zu mir kommen und ich auch gerne mit Geschichten arbeiten. Oder dann ist es, wenn Fortbildungen sind oder im Kollegenkreis oder in der internen Arbeit Geschichten. Du Ja? hast schon gesagt, du bist ja Unterrichtender. Also hast auch pädagogische Ausbildung, nehme ich an. Dieses therapeutische Geschichten erzählen, braucht man da gewisse Vorkenntnisse oder dürfte das jeder machen? Ich bin da mal selber sehr vorsichtig. Ja, gut. Also, ich glaube, therapeutische Geschichten, finde ich, darf jeder erzählen. Ja. Therapeutische Geschichten, ich war mit meinem Esel unterwegs über einen ganzen Sommer, um Geschichten zu hören und zu erzählen. Und das ist eine spannende Sache, weil Menschen haben sich was zu erzählen. Überall, wo ich hingekommen bin, wurden Geschichten erzählt. Und es wurde jetzt nicht so erzählt, das seien therapeutische Geschichten, aber es waren Geschichten, wo ich denke, boah, die sind auch entstanden, um ein Problem zu beleuchten. Und jede Geschichte, die eine bestimmte Absicht verfolgt, ja, dass man etwas einen anderen Blickwinkel geben möchte, kann man ja auch mit lustigen, humorvollen Geschichten oder zeigen, dass man damit leben kann. Es ist therapeutisches Erzählen, auch wenn man es nicht so nennt. Wenn du aber damit Heilsversprechungen machst und sagst, boah, kommt, ich helfe euch, weil ich, das ist natürlich schwierig, das würde ich also gar nicht machen, aber weil die Geschichten, ist meine Erfahrung, die zerstören eigentlich wenig. Die sind aufbauend, die sind wirklich zum Nachdenken anregend. Oder eben wie gesagt, der Zuhörer, der ist ja eigentlich derjenige, der seine inneren Ohren danach richtet und das hört, was nach dem er eigentlich auch sucht. Und hast du da schon ein Potpourri an Geschichten oder erfindest du oder bastelst du die immer neu mit den Leuten oder selber? Ja, gute Frage. Also es ist so, seelsorgerisch tätigen Menschen und Menschen, die im Coaching arbeiten, haben wir ein Buch geschrieben. Jetzt, dann haben wir gesucht, zu was gibt es denn, können wir Geschichten anbieten? Also es gibt verschiedene Themenbereiche auf Sinnsuche, Gesundheit entdecken, Glück kitzeln. Und das sind Geschichten, die vielleicht für jemand geschrieben worden sind oder erzählt worden sind, aber die natürlich auch passen. Ja, also darf ich eine Geschichte erzählen, kurz Ja, daraus? total gerne. Ich wollte eh Also, fragen. ja. Also, das heißt zur rechten Zeit und das ist dann im Zusammenhang mit Burnout oder Eigeninitiative, Vertrauen, Wertschätzung, Zeitmanagement. Das sind alles so Fragen, die da so mit anklingen. Und es geht eigentlich darum, ist eine Beispielgeschichte, nämlich ich habe hier lange in den Bergen gelebt, ja, in einem kleinen Bergdorf und da gab es so ein Hügel, auf den man achten sollte. Und wenn da auf dem Hügel der Schnee geschmolzen ist, erst dann sollte man seinen Garten pflegen und auspflanzen.
Und jetzt geht die Geschichte so, also wenn der Schnee auf dem Berg dort oben geschmolzen ist, pflanzt du dein Gemüse. Meinte der alte Bergwirt seinen neuen Nachbar, Blödsinn, dachte dieser und begann gleich. Am ersten warmen Frühlingstag mit der Gartenarbeit hackte, jätete, lockerte und pflanzte schlussendlich sein Gemüse. Der alte Bergler räumte erst einmal ums Haus herum auf, fegte die alten, welken Blätter weg, las die abgebrochenen Äste aus dem Garten, stellte seine Sitzbank nach draußen und schaute in den Sonnentagen seinen Nachbarn beim Gärtnern zu. Als der Schnee auf dem Berg schmolz, begann auch er mit der Gartenarbeit, arbeitete stetig und gemächlich. Das Gemüse pflanzte er mehr als 2 Wochen später und es gedieh und hielt die kleinen Kälteeinbrüche aus, litt auch in der stechenden Frühlingssonne nicht und wuchs langsam zu einem prächtigen Gemüsebeet heran. Auch das Gemüse des Nachbarn wuchs, doch die zuweilen kalten Nächte setzten ihm zu und die übermäßige stechende Sonne raubte ihm die Kraft. Ernten konnten beide zur selben Zeit. Magst du denn den Zuschauern, Zuhörern noch was mitgeben? Also unbedingt selber probieren, Geschichten zu machen. Es ist wirklich etwas, was man gut machen kann, wenn Probleme auftauchen oder Fragen da sind. Also ein Beispiel, Geschichten zu machen. Man nimmt 5 Schritte am besten. Der erste Schritt, man beschreibt die Umgebung, ja, wo etwas stattfindet. Dann beschreibt man ein Problem, was eigentlich aufgetreten ist. Bei meinen Schülern ist es oft so, dass sie sagen, boah, der schaut mich immer so komisch an und so, was soll ich denn machen, das will ich doch nicht und so. Und dann kommt die Beschreibung des fehlgeschlagenen Lösungsversuches. Also, der schaut mich immer so komisch an und dann habe ich ihm halt eine gebatzt oder das, das ist ein unglücklicher Versuch, ja. Ja, Scheitern, das gehört dazu. Ja, jawohl, genau. Und aus dem heraus, das darf man dann beschreiben. Und dann die dritte Stufe ist eigentlich, oder nein, die vierte, haben Sie jetzt das Problem, ist die dritte. Und dann das Problem, die zweite, der fehlgeschlagene Lösungsversuch, das dritte und das vierte, eine glückliche Lösung. Ja. Also glückliche Lösung, ich habe jetzt ihm gesagt, ja, guck, frag ihn doch, was er eigentlich von dir möchte. Ja, das ist, kann jetzt, du kann ja ganz banal sein oder kann auch sehr eine schwierige Situation auflösen wollen, aber frag ihn doch, was er möchte, der wird es dir vielleicht sagen. Ja, und dann das fünfte ist eigentlich, wo man vielleicht zusammen, also wo das gelingt und etwas gelingt, kann man feiern, also sage ich jetzt, frag ihn doch, was er von dir möchte und sie hat das dann gemacht, kann man eine Geschichte machen und dann kommt sie eine Antwort und dann merkt, er möchte eigentlich nur wissen, wo sie wohnt, ob sie vielleicht auch mal mit ihm spielen möchte und dass sie das zusammen machen als fünftes Jahr, das ist dann so ein Ritual, das man dann noch feiern kann. Ja, so ein Happy End, ein klassisches. Ja, ein Happy End. Also wenn man eine Geschichte macht, wirklich mutig sein und das Problem, also die Umgebung beschreiben, das Problem anschauen, die unglückliche Lösung beschreiben, die glückliche Lösung beschreiben und das Happy End. Und wie gesagt, es kann auch ganz banal klingen. Ich habe die Erfahrung gemacht, Geschichten in dem Kontext, die müssen nicht Romane werden oder dass man sie in Bücher setzen kann. Du, Martin, sehr, sehr vielen Dank. Mir hat es viel gebracht. Ich zwar Licht ins Dunkel gebracht zum Thema therapeutisches Erzählen. Ja. Grüße nach Bern. Und ja, vielen Dank nochmal. Ja, also Karin, herzlichen Dank, dass du gefragt hast, weil es braucht ja immer jemand, der fragt, damit man was erzählen kann. Und ich bin froh, also wenn jetzt da du vielleicht auch mal probierst, was weißt du mit diesen. Ich werde ja Kasperer werden, ja genau. Ja. Dankeschön. Ja. Gut, tschüss. Also, Karin, ciao, mach's gut. Ciao.